EM-Qualifikation, Gruppe I. Russland gegen San Marino. Also San Marino zu Hause gegen Russland. Und die Russen gehen in der dritten Minute 1 in Führung. Kusiajew in der 19. Petrov. Halbzeit 2-0. 49. Miratschku. 56. Inov. Und der 78. Komlinschke. Der Sieg ist mehr als verdient. Wir haben drei Schüsse in Richtung Tor von San Marino. 25 von Russland. Wir haben einen Schuss aufs Tor von San Marino. 15 von Russland. 18% Ballbesitz von San Marino. 82 von Russland. 170 Pässe von San Marino. 760 von Russland. 47% Passgenauigkeit von San Marino. 88 von Russland. 16 Fouls mit 4 gelben Karten hat San Marino zu verursachen. Russland 10 Fouls mit einer gelben. Russland hat eine gute EM-Quali gespielt. Sie haben 8 Siege geholt, 2 Niederlagen, sind zweiter Platz. Die beiden Niederlagen waren gegen Spitzenreiter Belgien, die die beste EM-Quali ever gespielt haben. Und San Marino muss man auch mal loben. Sie haben zwar 0 Punkte geholt, haben 50 Gegentore kassiert. Sie haben trotzdem jedes Spiel bestritten. Und sie haben das eine Tor geschossen und dieses eine Tor. Ich habe es ihnen so gegönnt. Sie haben gefeiert als gäbe es kein Morgen, als hätten sie die WM gewonnen. San Marino, ihr seid meiner Meinung nach eines der fairsten und sportlichsten Teams der EM-Quali. Glückwunsch!